Hey Leute, das ist ein neues Video. Leute, die man vom Jobcenter kennt. Los geht's. So, kannst du das schneiden, dass es dann so plötzlich? Dass es so bleibt? Ja, dass ich dann so mache und dann genau in diesem Moment, wo das runterfällt, dass der Cut dann so drin ist. Okay. Kannst du auch so machen, dass so hinter mir plötzlich Autos explodieren? Ich versuch's, ja. Aber warum nervst du eigentlich so? Also diesen Monat ist mein Geld endlich angekommen. Und ich habe hier angerufen und hat mir gesagt, so, ey, wissen Sie was, kommen Sie einfach vorbei bei einem Arbeiter hier und jetzt bin ich hier und ich frage mich halt, warum. Ich verstehe, ja. Warum ist mein Geld nicht angekommen? Ein kurzer Moment. Ja. Nee, ich habe gerade einen Kunden, ja. Ah, wie immer, du weißt doch. Ja? Yeah? Später bei der Pause dann, ja? Ja. Das leidige Thema. Okay, gut, tschüss. Mein Geld ist diesen Monat. Diesen Monat. Diesen Monat ist mein Geld nicht angekommen. Mein Geld ist nicht angekommen. Ich schicke doch jeden Monat. So, was kann ich für Sie tun? Ich sag doch die ganze Zeit, was ich will! Warum schreien Sie mich denn an? Bitte, was ist denn das für ein Benehmen hier? Also, mich freut es sehr, dass Sie gerne arbeiten möchten. Was möchten Sie denn gerne arbeiten? Ich habe mir vorgestellt, irgendwas mit Tieren zu machen. Mit Tieren? Ja. Sehr schön. Ich habe eine Katze zu Hause. Katze, ja. Ja. Habe ich schon probiert, ist nicht so lecker. Also, ich würde gerne. Als Metzger, Dönerproduktion, so im Bereich, in diesem Bereich so mit Tieren arbeiten. Das wäre so mein Traum. Also ich habe hier ein Jobangebot für Sie. Da geht es darum, dass Sie in einem Callcenter arbeiten und Anrufe kriegen. Kann man was anderes? Haben wir was anderes da? Okay. Also Sie wollen nicht gerne telefonieren oder wie? Nee, irgendwas anderes vielleicht. Gabelstapler? Und so fahren und so, wa? Vielleicht noch was anderes? Ich habe hier einen Security-Beruf. Security-Beruf. Okay, nehme ich. Was meinen Sie mit nehme ich? Ja, tüten Sie mir das ein, ich nehme das mit. Ich nehme das mit. Sie müssen sich da schon bewerben. Wie bewerben? Für was denn? Na, für den Job. Naja, Sie können mir das doch geben und ich gehe da hin und dann arbeite ich da. Was ist das Problem? Na, ich kann Ihnen nur sagen, dass die Arbeiter suchen und Sie melden sich da an und bewerben sich. Ja, rufen Sie doch an und sagen Sie, hier, ich habe einen für euch. Ich soll für Sie anrufen. Ja, warum soll ich das machen? Sie wollen nur, dass ich arbeite. Sie wollen doch arbeiten, oder nicht? Na, ich will auch arbeiten, aber ich will nichts dafür tun. Rufen Sie doch an, sagen Sie doch, hä, da ist einer, der ist qualifiziert für eure Arbeit. Nimmt ihn. Ja, was kann ich für Sie tun? Ist hier Casting? Casting? Was für ein Casting? Für Harz aber herzlich. Harz aber herzlich? Ja. Meinen Sie die RTL2-Sendung? Ja, ja, genau. Diese Sendung. Ist das hier Casting hierfür? Nein. Aber warum bin ich denn hier? Ich wollte doch, also, man hat mir gesagt, so, es gibt diese Harz und Herzlich, Harz 4, die sind hier sehr. Ich wollte herkommen, diese Dings da. Casting noch. Also, ich hätte hier ein Jobangebot für Sie. Da geht es einfach nur darum, dass Sie im Callcenter sitzen und telefonieren. Hören die mich dann ab oder was? Wer soll Sie abhören? Ich weiß ja nicht, was Sie mir da anbieten. Also irgendwas so mit Callcenter telefonieren. Sie wollen doch, dass ich arbeite, damit ich in Ihrer Statistik bin, damit ich eine Nummer bin, damit Sie Ihre Nummer wieder bestätigen können, damit ich eine Nummer... Verstehen Sie? Ein Kreislauf. Was ist das? Ich glaube, Sie interpretieren da zu viel hinein. Bin ich intravenös? Nein, es geht darum, Sie sitzen da und kriegen Anrufe. Ja, wer ruft mich denn an? Na, Leute, die vielleicht Probleme mit dem Internet Leute, haben. Die meine Nummer haben, ja? Nicht Ihre Nummer, die Nummer vom Callcenter. Und warum soll ich hier im Callcenter arbeiten? Sie möchten doch arbeiten, oder nicht? Ja, ich möchte arbeiten, aber ich suche mir selber einen Job. Ja, dann machen Sie es doch. Aber warum bin ich denn hier? Ja, weil Sie einen Job suchen. Ja, aber ich suche doch meinen Job selber. Warum bin ich denn hierher gekommen? Na, Sie beziehen doch bei uns Hartz IV und wir möchten Ihnen helfen, einen Job zu finden. Ist das nicht mein Recht, Hartz IV zu beziehen? Ja. Aber dann müssen Sie auch dafür was tun. Wie ist mein Name? Na, ich habe hier jetzt nur Ihre BG-Nummer. Also bin ich doch eine Nummer in Ihrer Statistik. Ich habe Sie entlarvt. Ich habe Sie entlarvt. So, guten Tag. Hallo. Ich muss mich nur kurz vorbereiten. Einen Moment. Ja.
So, wir sehen uns dann in 15 Minuten wieder. Ich habe Pause, ja? Tut mir leid, aber diesen Monat kriegen Sie kein Geld. Was haben Sie gesagt? Sie sollten Bewerbungen schreiben. Sehe ich aus wie ein Schriftsteller, dass ich Bewerbungen schreibe oder was? Wie? Ich krieg kein Geld. Aber so ist nun mal die Regel. Was für Regeln, Alter? Das ist Fußball oder was? Was für Regeln? Hören Sie auf zu schreien. Willst du mir sagen, was ich machen soll oder was? Ich muss den Sicherheitsdienst rufen. Ruf, wenn du willst. Ruf deine Brüder, ruf deine Cousins. Was, wie? Warum soll ich... was ist denn mit Ihnen los? Was ist mit dir los? Wie, du sagst, ich krieg kein Geld? Kommen Sie runter oder ich schmeiß... Lass Sie hier... Wo soll ich runterkommen? Denkst du mir auf hohe Rost, dass ich runterkommen soll oder was? Was denkst du, wer ich bin? Security. Was denkst du, wer du bist? So, dann einmal die BG-Nummer bitte. Also 13. 13? Ja. Ja? 28. Oh, jetzt habe ich mich verzippt. Das passiert hier oft, ne? Nein, nein. Das ist ganz selten. So, nochmal. Also 13. Was ist denn los? Ich vertipp mich die ganze Zeit. 13, ja? Das passiert Ihnen doch bestimmt oft. Nein, ne? Nein, das ist ganz, ganz selten. Okay. Also 13. 13, ja? Ja. So, ja? Nee, 13. Ach so. Soll ich für Sie tippen? Ja, bitte. Können Sie das bitte einfach machen? Ja, klar. So, ich hätte hier einen Job für Sie bei DM als Kassierer. Mhm. Wieso nicht? Hm? Wieso denn nicht? Ganz ehrlich, bei der letzten Sache, die du mir gesagt hast, wegen Arbeit und so, ja? Mhm. Ich bin hingegangen, ich komme dahin, ich gebe die Papiere ab und so, der Chef sagt zu mir so, unterschreib mal hier. Ich gucke, sag ich, wie unterschreib mal hier? So, kannst du dich bitte sagen? Ja, denn wo sind wir denn hier so? Das, also, ich will ja arbeiten. Was haben Sie ihm gesagt, oder wie? Ja, natürlich. Was hat er gesagt? Der hat mich dann wieder nach Hause geschickt. Wieso? Und dann jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt gehen Sie sich nochmal bewerben. Warum denn? Ja, wenn ich so Leute habe, so als Chefs, ich will nicht arbeiten. Sag ich dir ehrlich. Aber der hat doch einfach nur gesagt, unterschreiben Sie, Sie haben den Job bekommen, ist doch was Schönes. Ja, aber doch nicht mit so einem Chef. Können Sie mir bitte Ihren Namen einmal sagen? Abude. Wie wird das geschrieben? A. Hm? B. 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 Hm? B. P. Nein, B hatten wir doch gerade schon mal. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass Sie wieder auf freiem Fuß sind. Ja, danke. Und ich hoffe, Sie haben Lust zu arbeiten. Übertrieben. Was können Sie sich denn vorstellen, wo Sie arbeiten könnten? Ich weiß nicht, so Kassierer? Kassierer? Hm? An der Kasse? Hm? Das geht leider nicht, weil Sie wurden ja wegen Diebstahl verurteilt. Mhm. Und man hat halt Angst, dass Sie da was klauen oder so. Okay. Können Sie verstehen? Ne? Ja, genau. Genau. Bankangestellter? Bankangestellter, mhm. Also dafür brauchen Sie erstmal eine Ausbildung. Mhm. Mit Ihren Vorstrafen geht das natürlich auch nicht. Ne? Okay. Security für einen Tresorraum oder so? Dafür brauchen Sie auch eine Prüfung. Aber dann auch nicht mit so einer Vorstrafe, ne? Okay. Also irgendwas mit Geld oder so, wo man Geld machen kann. Wo man Geld machen kann? Mhm. Ja, Geld kann man machen, indem man arbeitet, ne? Ja, aber ich meine so irgendwo, wo man mit Geld arbeitet, so mit Aktien. Geld. Oder Bank oder so Rolex-Uhren verkaufen oder so. Irgendwas, so Juwelier vielleicht? Irgendwie haben Sie sowas da? Los, los, von rechts! Von rechts! Julian, von rechts, Mann! Nein, 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 nein! Nein, ich sag doch! Entschuldigung, haben Sie noch Zeit für mich? Kurzen Moment, bitte. Ja, okay, okay. Ja, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn! Ja, Mann! Ja, Mann! Was geht ab, Leute? Das war's mit unserem Video. Ihr wisst wieder, was los ist. Ihr müsst wieder liken, ihr müsst kommentieren und ihr müsst teilen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Wir haben zwar eure Kommentare gelesen, aber nicht das gemacht, was ihr wolltet. Deswegen haben wir irgendwas anderes gemacht. Also, Leute, schreibt trotzdem in die Kommentare rein. Wir machen dann das, was ihr wollt. Vielleicht. Hm? Soll ich dir mitschwenken, wenn du schlägst? Kannst du das digital nachfilmen? Ist so nachfilmen? Nachfügen, also einfügen digital. Nachmachen. Dass es so zur Seite geht? Ja. Oder mach einfach einen Cut da. Ist vorbei so. Weißt du, ich hab so mein Statement gesetzt. Bumm. Wollen wir das so machen? T. D. Was soll das?
Voll Scheiße, Alter. Die, soweit er anfängt. Was Scheiße, ich weiß nicht. Mein Kind ist so. Los. What? What? Ich glaube, Schielen ist zu krass. Mein Geld ist diesen Monat nicht angekommen. Diesen Monat? Warum? Ich hatte gerade was im Kopf, was dass ich anstatt so mache, dass ich so mache. Jetzt habe ich mich verschrieben. Sozial Aschkim, du musst gehen. Keine Cops mehr, die vor der Tür stehen. Deine Lügen hatten System. Hol raus, was du kannst. Ja, ich sag dir.